Hallöchen Leute, willkommen hier zurück zu Grand Ages Medieval. Ich habe mich letztes Mal ein bisschen über die Dame hier aufgeregt, weil sie mir die Stadt einfach nicht überlässt. Deswegen tun wir uns jetzt erstmal Augsburg krallen und dann schauen, wie weit wir mit... Die Stadt kennen wir gar nicht, haben wir gar nicht angeschlossen. Wir müssen hier mal schauen, dass wir vielleicht den kompletten Gebirgszug unser eigen nennen können in Zukunft. Weil wir sind ja... Sagen wir mal, einer der größten... Okay, es gibt wahrscheinlich nur noch 4, 5 Stadt. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Staaten momentan. Wahrscheinlich die kleinen Staaten noch, die aber wahrscheinlich alle zu 90% schon vernichtet sind. Und nein! Warum? So, wir wollen ja hier jetzt endlich dann mal die Stadt übernehmen. Problem ist, sie steht gut mit ihr. Deswegen mag ich jetzt erstmal Augsburg übernehmen und so ein paar wichtige Sachen schauen, dass die vielleicht auf meine Seite switcht. Weil ich schon so ein bisschen händlerisch gut mit ihr stehen. Je mehr Städte natürlich, desto mehr Einheiten können wir unserem Land abverlangen. Ich würde jetzt doch trotzdem gerne nochmal versuchen, die Stadt hier zu übernehmen. Wie stehe ich denn mit dem momentan noch? 78%. Okay. Schön. Wir versuchen auf 1 Million zu kommen. Deswegen spule ich jetzt auch die ganze Zeit schon vor. Damit wir einfach schauen, ob die wirklich so eine ewig geile Geldbitch ist. Weil wir brauchen 1,3 Millionen, damit wir wieder auf die Sympathie richtig kommen. Und ansonsten tun wir einfach 1 Million der anderen Typin geben, damit die mit uns gut steht. Oh Gott, jetzt wird uns das Geld wieder absacken. Nee, doch nicht mal. Nicht mal. Ich stehe jetzt immer, also das Geld ist gar nicht mal so schlecht, muss man lassen. Also wir stehen echt gut mit dem Geld da. Wenn ich anfange jetzt überlege, wo wir in den Krieg gezogen sind und die Kohle ausgegangen ist. Wir sind echt gut dran. Jetzt muss nur noch das Geld gescheit mal bleiben und nicht so riesen Sprünge machen. Weil es sind ja hunderttausende Schritte, die da wirklich gehen. Und mit ihm mag ich mich immer noch nicht wirklich gut stellen. Weil ich Angst habe, dass einfach dann die anderen nicht mit mir kooperieren. So, so, warte mal. So, gehen wir hier hin. Dann gehen wir hier auf Diplomatie. Schön. Ihr habt was anzubieten? Nein. Immer gerne. Nochmal. 50.000 für Sympathie. Sympathie. Das ist. Fucking Ernst? Dein fucking Ihr habt Ernst? Was anzubieten? Ah, so. Immer gerne. 10.000. Wegen fucking Sympathie. So. Das ist so abgemacht. Dein Ernst? Okay, nochmal vorbei. Wenn wir mehr Kohle reinfließen lassen. So. Diplomatie. Ihr habt was anzubieten? Das ist wirklich immer so. Gerne. Wenn nicht, dann habe ich so viel Kohle wieder rausgeschmissen, dass mir der Rest platzt. So, als immer dieses Gefühl, gleich schreie ich los, wenn das jetzt nicht funktioniert, ne? So, ich tue wieder besser. Das ist so abgemacht. Ja, ich habe was anzubieten. Ihr habt was anzubieten. Und zwar 1, 2, 0, 0, 0, 0. So, und ich hätte dafür gerne deine Stadt. Bitte. Ihr wollt mich doch an der Nase herumführen. Mindestens 1,3 Millionen will sie für die Stadt haben. So, jetzt sind wir schon mal so weit. Dass wir wissen, wie viel Kohle wir für sie investieren müssen, dass sie uns die Stadt übergeben muss. 1,3 Millionen will sie für eine Stadt haben. Das ist schon mal gut zu wissen. Ist zwar ein extrem teurer Preis, aber ich mag mich mit der auch nicht anlegen. Und deswegen muss ich erstmal schauen, dass sie Städte verliert. Und das ist wahrscheinlich eine der Sachen, wo man in diesem Spiel wirklich drauf achten muss. Mit wem kann ich mich anlegen? Und mit wem muss ich hinterrücks so betrügen? Oder mit wem muss ich mich gut stellen, dass ich wirklich weit komme? Und das bin ich normalerweise nicht gewohnt. Normalerweise dresche ich drauf wie irre, weil ich taktisch in Multiplayer-Games relativ gut bin. Aber hier muss man wirklich drauf achten, weil du bist so schnell im Arsch. Aber so schnell im Arsch. So. Kann ich mit dir wieder quasi? Ja. Dann kann ich dir ja... Ihr habt was anzubieten. 500.000. Immer Sympathie. Gerne. Sympathie. Jetzt muss ich wieder 2 Runden warten. Das ist so abgemacht. Und jetzt mache ich. Muss hin. Ihr habt was anzubieten. Okay. Immer gerne. Und dann die Stadt. Und. Bitte, 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 bitte. Ohne mich. What? Gerade eben stand da noch, ja, für mindestens 1,3 Millionen müssten sie mir bieten dafür. Und jetzt, hä? So. Ich biete jetzt nochmal 1,4 dann an für eine Stadt.
Da bin ich jetzt aber auch fucking an meinem Oberlimit dann. Das ist mein fucking Ernst. Ich zahle doch nicht der 1,6 jetzt für Billigstadt. Ihr habt was anzubieten? Oh, ich krieg gerne gerade rein. Nein, erstens, das kann ich so nicht machen. Jetzt beinahe schon wieder mehr ausgegeben, als ich hatte. Okay, muss ich nochmal aufpassen. Ich versuche das jetzt noch. Ich mag jetzt wissen, wie viel das ausgeht. Was hast denn du mir anzubieten? Ja, komm. Mit guten dir komm Tag. Mit. Wie ich... Mecklenburg. Hervorragend. Ach, du würdest wahrscheinlich nach hier irgendwo eine Straße in Bonn, ne? Warte. Es war doch sicher, dass es das ein Russe ist. Wir schauen jetzt mal bis 1,8. Alter, wie viele Einheiten einfach nur rumschwimmen. Aber es wird ja nicht mal Krieg geführt. Okay, außer hier unten. Die beiden führen ja eher dauernd Krieg. Was mich ja interessieren würde, wenn sie das Split einnimmt. Oh, der hat sich wirklich wenig Freunde gemacht. Deswegen versucht er dauernd, sich mit mir anzufreunden. Weil ich doch ein bisschen was im Arsch habe. So, Diplomatie bitte. Fuck. Schönen guten... Ihr habt was anzubieten? Immer gerne. 1000. Langsam geht's mir, das ist schon immer dieselbe Routine. Zap, zap und dann ist hier 1. Ihr habt was anzubieten? 7 probieren wir erstmal. Immer gerne. Die Stadt, so war. Die steht eh so gut mit. Jawohl, geht doch. Das macht 2000 plus, das ist ja noch mal lang. So. Mainz-Städtle. Je mehr ich komme hier immer weiter nah dahinter. Also, lol. Wieso sehe ich jetzt auch mal hier so viel? Ach, sieh doch nicht. Es war jetzt gerade nur das Gefühl, dass ich hier so viel sehe. Ich würde mich mit der so gern anlegen, bloß. Ich muss mit der gut mich stellen. Ich tue dir jetzt einfach 300. Na dann lasst mal euer Angebot hören. Weil das Geld kommt bei mir eh gerade down rein wie sonst noch was. Und so kann ich mich mit der so gut stellen. 65.000, jetzt werde ich wahrscheinlich kurz nicht schlecht rutschen. Vermute ich jetzt einfach mal. Wenn nicht, dann stehe ich echt gut da. Ich rufe jetzt echt nicht ins Minus. Alter. Okay, jetzt war ich kurz im Minus. Und jetzt. Jetzt erziehe ich jetzt gerade ins Minus. Ein Alter. Oh, plus. Wow, das ging jetzt auch schnell hoch. Jetzt, ich will jetzt gerne mein ganzes hier ausrücken lassen, weil man. Niemand hält uns ist auf! Ja, jetzt ziemlich faul in letzter Zeit. Da waren meine Reiter immer wieder viel zu schnell für den Rest. Aber Wölfe sind jetzt angerückt. Da sind Warnhaufen und ein Dolmen. Schauen wir uns mal. Das wird heftig! Falls da was Schlimmes ist, wir waren zuerst da. Okay. Zap. Einer hat ihn vernichtet, ehe man Heer anrückt. So. Oh, 100. Niemand hält uns auf! Nice.